kannst Nera ganz schnell mal heilen. So, du hast uns geholfen? Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ich muss mich für Osmatis Fallen entschuldigen. Er hat nach dem, was sich hier vor einigen Tagen zugetragen hat, den Verstand verloren. Eine Gruppe von Räubern, die sich hier kalt hatten, nennen sie während unserer Arbeit an diesem Schrein in unser Lager eingedrungen. Sie haben alle getötet, die ihnen über den Weg liefen, und unter den Opfern befanden sich auch einige der engsten Freunde Osmadis. Warum habt ihr uns Osmadi angreifen lassen? Er scheint, ihr kanntet ihn gut. Ihr seht beide wie Druiden aus. Das stimmt, wir haben uns wirklich sehr gut gekannt, doch ich konnte nichts tun. Er hatte den Verstand verloren. Ihr könnt das sicher verstehen, manchmal hat man keine Wahl. Wir verstehen, ihr müsst nichts erklären. Wir müssen euch ein weiteres Mal für eure wertvolle Unterstützung danken. Es ist schwer zu glauben, dass ihr ein Leben so bereitwillig abschreiben wolltet. Nee, nehmen wir das erste. Vielleicht treffen wir uns einmal wieder. Viel Glück auf euren Reisen. Ein Speer? Bänderspeer kann durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Bei jedem Treffer erleidet der Träger 3 Schadenspunkte durch Stich. Hat aber nette ETW-Eigenschaften. Nee, danke. Verfluchte Waffen wollen wir nicht unbedingt. Ja, mein Schatz. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dass die Bären auf Nera losgegangen sind, war jetzt nicht unbedingt hilfreich. Mehr Bären. Solche Steinkreise kennen wir doch. Solche Steinsymbole. An so einem ist Gorion gestorben. Druidenschrein. Und Räuber. So, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Überschüssigen Schmuck mal zu ihr. Ja? Sonst ist Safana bald komplett überladen. Wölfe, mal was Neues. Okay, Schreckenswölfe. Schafzahnwald sind wir immer noch. Sänger der Nacht.
Gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Hauen wir mal unsere letzte Heilung raus. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, im Großen und Ganzen war Lastwood gefährlicher als Pelt Whale wegen den ganzen Räubern der kalten Hand. Oder waren es die schwarzen Klauen? Ich glaube, es waren die schwarzen Klauen. Oh Gott, sind sie niedlich. Geben aber Geld. Lasst sie uns ordentlich verdammen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was kommt jetzt? Es wurde aber auch Zeit, dass ihr euch zu mir durchgeschlagen habt. Ich habe schon angefangen, mich zu fragen, ob eure Inkompetenz... Moment. Das ist nicht richtig. Ihr Narr! Ich bin noch nicht vollständig wiederbelebt. Meine Gesundheit ist geschädigt und gefährlich geringen Grades. Was? Sogar ein wenig von meinem Scharfsinn ist verloren. Okay. Hi. Najim? Hört ihr mir überhaupt zu? Mein gehorsamster Freund. Wo seid ihr? Ihr werdet mich doch nicht hier oben verlassen. Hinterhältiger Hundesohn. Ich werde euer Reich bersten lassen und euch in die Ebene von... Oh. Hallo. Wie grobschlächtig von mir. Irgendwie mag ich ihn. Seid gegrüßt, ich bin Benoit. Seid gegrüßt, freundlicher Oberflächenbewohner. Ihr kennt nicht zufällig die Richtung zum nächstgelegenen Eingang ins Unterreich, oder? Leider nicht. Macht er das mit Absicht? Psst, das hoffe ich doch. Nein, war wohl nicht anders zu erwarten. Das ist unglaublich ungünstig für einen so ungeheuer umtriebigen Unternehmer wie mich. Und wer könnt ihr es sein? Muss es einfach mit Absicht machen. 5 Wörter, habt ihr das gehört? Schweigt, kleine Hasardeuren. Er ist nicht des Vertrauens würdig. Drow, sprecht euren Namen. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Baelor Barrytill, gemeinhin besser bekannt als Baelor, der Unterhaltungskünstler. Ja, richtig. Der Baelor. Fallt auf eure Knie und fleht um Gnade. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich werde nichts dergleichen tun. Die Sache ist die, ich habe meine Kniepolster zu Hause liegen lassen und nun, ihr wisst ja, was das bedeutet. Wartet einen Moment. Die Dwarven verlassen das Unterreich normalerweise nicht aus eigenem Antrieb heraus. Und ohne Zwang. Und ich möchte nicht, dass ein Angehöriger meines Volkes ohne guten Grund erschlagen wird. Oh, die hier gefällt mir. Pass auf, was ihr sagt. Offenbar wisst ihr nicht, was bei mir unter gute Gründe fällt. Aber natürlich, schlanke Schönheit. Alles für eine Frau dieser Anmut. Was sagtet ihr nochmal, aus welchem Hause ihr stammt? Bitte sagt nicht der Orden. Nein, Drizzt ist sie nicht. Das Haus der Orden? Das Ausmaß ihres Verrats kann noch nicht einmal, Entspannt euch, Brenoir. Welch undankbares Publikum. Auf jeden Fall sitze ich wohl ein klein wenig in der Klemme. Ohne Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, bin ich der bestialischen Barbarei der Oberwelt ausgesetzt. Wirklich eine Schande, einen netten Kerl wie euch so verloren zu sehen. Zwei. Ihr müsst unzählige Fragen haben, doch lasst mich zunächst die jüngsten Ereignisse erklären. Vielleicht werden dadurch einige eurer unbedeutenden Unklarheiten unmittelbar ausgeräumt. Vielleicht werden sie das, nur den Pfad fort. Merkt es denn sonst niemand? Sie sind großartig.
Mein jüngstes Werk war eine Kleinigkeit, die ich Schwarze Gruben taufte. Ich bin sicher, ihr habt davon gehört. Sterbliche gegen Sterbliche in einem ausweglosen Versuch zu... Es spielt jetzt keine Rolle mehr. In der Tat, ich habe diese Jauchegrube schon viele Male besucht, nie davon gehört. Ihr müsst hinter dem Mond leben. Es war ein herrliches Schauspiel. Das tobende Publikum, mein gehorsamer Djinn-Sklave, der dafür sorgte, dass die Gefangenen nicht aus der Reihe tanzten, der Klang von knochenzerschmetternden Hämmern. Welch wunderbare Erinnerungen. Ein gehorsamer Djinn, wie habt ihr das denn geschafft? Einen Gefallen hier, einen geschickten Zauber da, einen Geas oder zwei, ist gar nicht so schwer. Und hat offenbar sehr gut funktioniert. Die Dinge liefen wie geschmiert, bis ein paar Emporkömmlinge mich in den unmittelbaren Kampf lockten. Betrogen haben sie, versteht sich. Allerdings bin ich absolut achtsam. Und so unterwies ich dieses Djinn-Genie Najim, mir einen letzten Wunsch zu gewähren. Mich vor dem Tod zu bewahren. Oh, und wie er mir diesen Wunsch gewährte. Der war gut. Moment, wie wird Djinn buchstabiert? ja. Wie ihr seht, bin ich wieder am Leben. Also muss der Abgrund der Dämonennetze vorerst auf mich verzichten. Allerdings bin ich meiner fabulösen Fähigkeiten beraubt. Nun gezwungen, mich mit einer Truppe trottelig... Aber entschuldigt dich, schweife ab. Mich haben schon ganz andere Kaliber besser beschimpft. Wie dann auch sei, ich werde das Gefühl nicht los, dass man etwas von... dass ihr etwas von mir wollt. Hat man euch die Manieren gestohlen? Stirbt, Tor. Hat man euch die Manieren gestohlen? Es gehört nicht zu meinen Gepflogenheiten, andere um Hilfe zu ersuchen. Und ich ziehe es grundsätzlich vor, Gefälligkeiten zu erweisen, als um diese zu bitten. Jetzt bin ich mir sicher, dass ihr etwas von mir wollt. Natürlich steht mir noch ein Teil meiner Fähigkeiten zur Verfügung. Selbst in diesem geschwächten Zustand muss ich noch immer zu den 5 mächtigsten Magiern der Reiche zählen. Falls mir jemand entsprechenden Schutz anbieten würde, so bin ich sicher, dass ich eine große Hilfe bei... was auch immer ihr so macht, sein kann. Na endlich, gut. Was auch immer, willkommen an Bord. Wartet, es gibt eine Liste? Wer macht denn sowas? Bei wem muss ich mich da melden? Das ist aber keine von diesen Who-is-who in Ferünschwindeleien, oder? Jetzt steige ich gerade selber aus, was Nera will. Also darf ich mit euch kommen? Eine weise Entscheidung. Ihr werdet es nicht bereuen. Nun denn, ich nehme an, ihr möchtet mir sogleich die Führung der Gruppe übertragen. Stellt euch hinten an, Tor. Und natürlich, schreibt einfach eure Vorschläge auf einen Zettel und dann erstickt dran. nehmen wir das mal. Wie unhöflich. Also gut. Dann geht ihr voran. Nehmen wir das einfach mal. Aber nee. Wir sind schon voll. Nein. Nein, 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 nein. Lasst mich hier nicht zurück, ihr minder bemittelten Missetäter. Liefert mich nicht dem Tode durch die hellhäutigen Barbaren aus. Macht euch auf den Weg zum Gasthof freundlicher Arme. Es ist nicht weit. Und wenn ihr euch an der Ostseite außerhalb der Mauer versteckt, bleibt ihr wahrscheinlich unentdeckt und am Leben. Wahrscheinlich. So, der Unterhaltungskünstler. Ist nicht hier? Der Unterhaltungskünstler. Als ich durch Glasfurt reiste, wurde ein Dunkelelf namens Belov von meinen Augen wiederbelebt. Er war äußerst unhöflich und einfach nur unausstehlich. Er fragte mich, ob er zu seinem Schutz mit uns kommen könne. Da er in der... Magieanwendung sehr bewandert schien, habe ich ihm gestattet, sich mir anzuschließen. Ich hoffe, dass er mit der Zeit weniger bissig wird. Wie kann ihr brauchen? Ja, ich habe ihm erlaubt, aber ich habe ihn dann auch gleich wieder rausgeschmissen. Weil er ist eine Nervensäge. Worum geht es diesmal? Also ja, ich fand diese kleine... Alles wegen des lieben Geldes. Lasst sie uns ordentlich hier ist es blutig. Sehr blutig sogar. Oberflächenbewohner können so dumm sein.
Du reist gerade mit 5 von ihnen. Lass sie uns ordentlich verdrechen. Oh, Rock. Wie sieht es eigentlich mittlerweile aus? Dawn hat bald sein Level-Up. Ja,